Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute erwarten euch der zweite Teil von unserer SEK-Schicht mit dem neuen gepanzerten Fahrzeug vom SEK auf Notrufvermögen. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal rein. Und hier ist Lambo. Welches Kennzeichen? Ne, ist Let's Pizza. Let's Pizza ist, glaube ich, nicht wanted. Jetzt ist Eli Bro wanted. Oh, das heißt umdrehen. Eli Bro ist ja in der Polizeistation eben gewesen. Ihr verwirrt mich alle. Ich kann das alles nicht mehr. Nee, Eli Bro wurde festgenommen. Und jetzt wird die Arias überfallen. Oh Gott, ist das alles kompliziert. Hier ist ein anderer Lambo. Ist aber ein That's Pizza. That's Pizza ist nicht wanted. Nur Ben. Warum fährt er auf der falschen Seite ohne Blaulicht? Falsch rum, ist er Engländer. Keine Ahnung, wir fahren mal in das untere Gebiet. Da, wo die Arias halt ist, weil da werden jetzt mehrere Überfälle gemacht. Kann natürlich dann sein, dass da unter Umständen auch Ben ist. Ist ja jetzt unser persönlicher Erzfeind erstmal. Wir müssen ja gucken. Vielleicht finden wir ihn irgendwo. Da ist halt ein AMG. Der hat aber nichts gemacht. Dann haben wir hier noch einen anderen. Also der AMG hat nichts gemacht. Wir gucken mal, hat der BMW was gemacht? Nee, aber der war eben auch wanted. Also vorhin zumindest. Eli Bros immer noch wanted. Okay, also wurde er noch nicht ins Gefängnis gebracht. Wahrscheinlich dann freigelassen. Kann ich mir zumindest vorstellen im Moment. Also ich grüße jetzt einmal den Finn. Ja, wir finden ihn jetzt erstmal nicht mehr. Ist blöd. Wir gucken in der Innenstadt. Also ein Lambo-Fahrer wurde festgenommen. Ich glaube auch, dass das Eli ist. Weil da ist noch einer. Das könnte natürlich Let's Pizza sein. Gucken wir einmal. Oh, ich kann es nicht erkennen. Ein weißer AMG-Fahrer ist flüchtig. Okay, werden wir ihn sehen, werden wir ihn stoppen. Der Lambo fährt jetzt an der Arias vorbei. Ich glaube, dass er nicht wanted ist. Kann aber sein. Müssen wir gucken. Fährt jetzt zum Hafen. Da hinten ist auch eine Hafenausfahrt. Die stellen uns aber jetzt erstmal hier hin. Ich mache jetzt Trick 17. Hier platziere ich Stopstick. Und wir fahren zur anderen Seite. Also, na gut, er kann voll gut an den Stopsticks vorbeifahren, aber egal. Wir gucken einmal das Kennzeichen. HH13. Okay, das ist nur That's Pizza. Der ist nicht wanted. Okay, hat sich erledigt. Ben ist aber wanted. Wir öffnen das Feuer. Er hat mich. Och Gottchen. Oh. Kollege, öffne das Feuer. Oh nee, Let's Pizza macht jetzt wieder irgendwas mit meinem Fahrzeug. Ich mag Let's Pizza nicht, weil er macht irgendwas mit meinem Fahrzeug. Stellt sich mal davor und irgend so ein Mist. Hab ihm halt nichts getan, sonst so. Also, Let's Pizza nervt mich schon extrem. Da hinten kommt jetzt auch drei Sunnies. Ja, keine Ahnung, es steht hier Ben auf mir. Das weiß ich mal. Eli Bro kommt und rettet uns. Hoffe ich. Zumindest hoffe ich das. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe, lebe immer noch. Er fährt weg, okay. Ich werde mit der Sniper irgendwas machen. Hab ihn getroffen. Oh, ich hab ihn. Perfekt. Wir müssen hinfahren, er ist gelieft, ne? Oh, so ein Asozialer, ne? Er ist wieder gespawnt und schießt auf mich. Hab ihn nicht getroffen. Ey, wieder so ehrenlos, ne? Es ist unfassbar. Einfach lieben und neu spawnen. Wieder, keine Ahnung. Also ich habe ihn auch einmal bekommen. Er ist gelieft. Dann wieder gespawnt. Na, kenne ich ja von ihm und Let's Pizza. So welche ehrenlosen Aktionen. Ich grüße einmal Niklas, während wir jetzt hier durch den Tunnel fahren. Auf ganz entspannt. Es wird Unterstützung angefordert, wo genau am Hafen. Da bin ich gerade vorbeigefahren eigentlich. Ja, im Moment ist jetzt nicht mehr so viel los. Die Arias wird überfallen. Ich glaube, das könnten wir sogar noch rechtzeitig schaffen, wenn wir jetzt Gas geben. Jedoch gehen die Schranken gerade runter. Eli Bro rückt aus, wir rücken auch aus. Hinter der Tankstelle ist einer. Der könnte es natürlich sein. Der ist es auch. Ich habe ihn aus dem Fahrzeug getasert. So, wie gesagt, er ist hinter die Tankstelle gelaufen. Wir gucken, ob da noch einer ist. Okay, Eli Bro zieht auf mich. Warum auch immer. Was habe ich ihm getan? Okay, Eli Bro schießt jetzt auf mich. Ich glaube, der hat wieder irgendwelche Probleme. Hier ist jetzt ein schwarzer Lambo. Kann natürlich sein, dass Ben seine Farbe geändert hat. Welches Kennzeichen? Dieser Wagen bremst langsam. Nee, okay. Mein DC-Bilder namens Cringe. Rüber. So, wir nehmen Pascal fest. Sollte 2 Sterne haben. 40 XP. Ist gut. Okay, ich soll ihn festnehmen. Warum? Cringe. Warum? Dankeschön.
Cringe war wanted, haben ihn jetzt festgenommen, fahren weiter. Was ein bisschen blöd ist, irgendwie, dass ein E-Auto mehr Kraft hat als dieses Gefährt hier. Also ist schon interessant. Zwei Polizisten haben an der Polizeiwache Unterstützung gefordert, fahren wir hin. Davor steht ein Elektroauto, jedoch stehen hier ganz entspannt. Schwarzer Lambo, ach das Cringe, der ist ja jetzt nicht mehr wanted. Eli Bro benötigt Unterstützung. Da fliegen wir natürlich direkt hin. Wo ist das? Bei der Brücke an der Polizeistation fahren wir hin. Wir fahren hin, da wurde ziemlich viel Unterstützung angefordert. Wir als SEK rücken natürlich aus. Alle sollen kommen. Zwei Kriminelle. Kann von hier aus jetzt erstmal nichts sehen. Wir müssen mal gucken, ob die im Wasser sind. Zumindest wurde durchgegeben, zwei Kriminelle. Nee, auf der anderen Seite. Wo gehe ich denn hin? Oder ist das auf der anderen Seite? Ich glaube, das ist da auf der anderen Seite. Wir sollen zum Kreisel. Okay, sorry. Alle einsteigen. Wir geben Gas. Wollt ihr mir sagen? Wollte gerade sagen, dass der das hier nicht hochschafft. Was ich verbessern würde, ich würde ihm mehr PS geben. Das heißt, dass er auch mal eine Beschleunigung hat und gegen ein Elektrofahrzeug auch mal gewinnen könnte und hier auch hochkommen würde. Und mehr Gewicht. Das heißt, dass ein Lambo ihn nicht einfach wegtackeln kann, weil das ist halt ein bisschen unrealistisch. Wir sind jetzt hier. Hier ist einer am Boden. Wir gucken, ob hier noch irgendwo einer ist. Bezweifle ich erstmal. Okay, Eli hat durchgegeben, dass da unten alle weg sind. Sind wir ein bisschen zu spät gekommen? Ist natürlich schade, aber es passt an sich eh. Da ist einer, der wanted ist. Ah nee, der ist wahrscheinlich nicht wanted, sondern vom Zug überfahren worden. Oh nee, jetzt ist der Sunny down. Der Sunny muss sich selbst wieder beleben. Passt eh. Also ich will mal kurz anmerken, als wir losgefahren sind, war der Tank noch so gut wie voll. Und jetzt sind wir eine halbe Stunde unterwegs. Gut, ein bisschen länger. Und der Tank ist fast leer. Gurke fordert währenddessen Unterstützung an, weil der Toolshop wieder überfallen. So, und wir tanken mal. Schreckt es ja 1000, ja oder nein? 517 Euro. Und dabei wollte ich mir eigentlich demnächst den Tesla kaufen. So wird das aber nicht. So, also der Kollege wollte sich jetzt Kekse holen. Wir fahren einfach mal weg. Spaß, wir sind ja ganz nett. Hat er gedacht. Gut, zum Toolshop müssen wir jetzt erstmal nicht hinfahren, glaube ich. Ein Police Officer ist down, wo genau? Direkt bei der Polizeistation, da sind wir um die Ecke. Zweiter Police Officer down, weitere Schüsse. Lambo, wir parken ihn ein. Doch nicht, aber wir schießen auf ihn. Hab ihn ein paar Mal getroffen. Alle einsteigen, die wollen wir von hinterher. Ist ein silberner Lambo, bewaffnet. Ich hab ihn ein paar Mal im Fahrzeug getroffen. Mal gucken, ob er hier hinter steht. Sieht nicht so aus. Und wir werden gecrashed von dem ID4. Super. Schüsse bei der Polizeistation. Der Lambo ist vielleicht einmal im Kreis gefahren. Wir gucken einmal hin. Schüsse, jedoch schießt er einfach nur wahllos rum. Wir gucken einfach mal. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt erstmal so erledigt, weil der Lambo ist hier noch safe irgendwo. Da ist der Lambo. Also hier ist ein brauner Lambo. Ich kenne das Kennzeichen leider nicht. H26, das ist Ben. Ist Ben wanted? Ja, Ben ist wanted. Eli ist wanted. Eli ist der silberne. Stress. Okay. Es ist gefühlt jeder wanted. Jeder Lambo ist an sich wanted gefühlt. Er fährt Richtung Bang. Ach nee. Er meint mich, hier ist ein Quad, hat damit nichts zu tun. Es werden die meisten Krimis jetzt zur Polizeiwache kommen, denke ich mal. Deswegen bleiben wir jetzt vorerst hier. Da ist gerade ein Lambo langgefahren nach rechts weg. Der Juwelier wird währenddessen überfallen. Hinter uns ist ein Lambo. Vollbremsung und wieder Gas. Haha, welches Kennzeichen? Wenn 26 ist, ist Ben. Ist 26, holen wir. Oh, ich wollte ihn aus dem Fahrzeug raus tasern. Habe ich leider nicht geschafft. Habe ihn im Fahrzeug einmal gesniped. Ich habe ihn einmal noch so getroffen. Ist knapp. Also ein Snipe-Schuss und ein Gewehr im Vierschuss. Wir fahren hinterher. Wir müssen mal gucken. Er wird irgendwo hier sein. Bank wird überfallen. Da fahren wir hin. Da fahren wir auf jeden Fall hin. Bank kann von ihm sein. Bank kann Eli sein. Bank kann an sich auch irgendein Anfänger sein. Wir gucken hin. Rücken sehr viel aus. Juwel wird währenddessen auch überfallen. Wir fahren jedoch zu Bank. SEK ist halt ein SEK-Einsatz an sich. Wir gucken, ob wir das da was machen können. Kann auch sein, dass da gut ein Lambo dann hinfährt, noch nachträglich, wenn er sieht, dass da irgendwas los ist. Sehen wir aber gleich. Es steht ein Lambo vor der Bank, aber schon auch ein SEK-Wagen, zwei SEK-Wagen, ein AMG, ein Wagen, einer, der festgenommen worden ist. Wir gucken rein. Wir müssen gucken, vielleicht ist auch jemand mit einer Leiter oder mit einer Bombe. Hier ist einer. Taser den. Oder schlag ihn ein zum Bein, ist mir egal. Ist offen? Nee, ist zu. Der Juwelier wird nochmal überfallen, fahren wir hin. Ein Lambo fährt weg. Mal gucken, welcher. Ich kann es nicht erkennen. Wir fahren los. Ab zum Juwelier. Zwei Lambos stehen davor. Einer ist, glaube ich, nur zur Deko. Sieht nach Ben aus auch ein bisschen. Nee, Eli Bro ist es.
Oh, meine Sniper ist leer. Oh, ich habe zweimal minus 2 CP bekommen, weil er noch kein Assault mit einem Fahrzeug gemacht, mit einer Waffe gemacht hat. Er hat jedoch 4 Sterne. So, versuche ihn mal wegzucrashen. Kriegt man nicht hin. Wie gesagt, der Wagen braucht mehr PS und mehr Gewicht, dass man Leute wegdrängen kann. Bis jetzt kann dieser Wagen wirklich, muss ich ganz ehrlich so sagen, nichts. Och, Mandela muss so schnell. Oh, Stopsticks werden erstmal nicht so. Fährt jetzt zum Gefängnis. Wir crashen, okay. Ja, so wird das nichts. Also er fährt jetzt ein bisschen im Kreis. Kann ich Stopsticks platzieren? Ein platter Reifen. Ein platter Reifen ist immerhin etwas. Aber es wird absolut gar nichts bringen jetzt erstmal. Zwei platte Reifen hätten es mindestens sein müssen. So ein platter Reifen bringt eigentlich relativ wenig im Spiel. Wir gucken mal, wo er hinfährt. Er fährt beim Kreis, ist er von fällt, fährt nach rechts weg. 90 km/h. Och Gott, ist er langsam. Ist er gerade zurückgefahren? Shots fired, Ferrari Italia von Okami. Jetzt gibt's Krieg. Wo ist er? Ferrari Italia. Ist er in meinem Wagen? Er ist in meinem Wagen, glaube ich. Ja, ist er auch. Okay. Ich muss aufs G36 zurückgreifen. Nein, er ist über den Zaun rüber. Da kommen wir nicht hinterher. Er ist beim Toolshop. Läuft beim Toolshop weg. Wir müssen schnell zu unserem Fahrzeug zurück. Okami möchte ich auf jeden Fall bekommen. Leider habe ich wegen der letzten Verfolgung, als wir mit dem ID4 unterwegs waren, keine Energies mehr. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen dauern. Okami ist geliebt. Schüsse, Schüsse von einem Lambo. Der muss hier jetzt aber durch. Das heißt, wir können Stopsticks platzieren. Oder er lief, kann auch sein. Ich habe ihn da gerade gesehen. Er fährt jetzt da lang, müsste er kommen. Oder da, oder da. Er ist auf jeden Fall gerade dahinter. Aber da habe ich ja zum Glück Stopsticks platziert. Da kommt er jetzt nicht so einfach durch. Gut, seine Reifen sind platt. Oh Gott, schon wieder minus 2 illegal Firearm Usage. Weil das Dumme ist, irgendwie. Erst konnte ich den Beifahrer treffen, dann wieder nicht. Es ist alles verwirrend, aber egal, wir haben ihn getroffen. Er ist gelieft, der Beifahrer jedoch nicht. Der Beifahrer ist vielleicht noch wanted. Jetzt hat sich da irgendeiner hingestellt, oh, weil ich abgesperrt habe. Wir müssen gucken, ob der Beifahrer wanted ist. Glaube nicht. Kann aber sein. Nee, ist nicht wanted. Okay. Okami ist gelieft, soweit ich weiß. Ja, Okami ist nicht mehr auf dem Server, leider. So, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nicht riesig unterstützen und ich würde sagen, ciao, ciao.